told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 7 der Whimsy Stories Legacy Challenge. Im letzten Part habe ich ja endlich ein Mikrohaus bauen können für die liebe Flöhe. Ich bin so happy darüber. Ich bin gespannt, vielleicht können wir ja an dem Part sogar schon ein Badezimmer hinzufügen, weil aktuell ist das ja echt nur ein Mini-Mini-Mini-Raum mit einem Bett und einer Küche und halt dem Nötigsten. Geburtstag hatte sie auch, was mich auch dazu gebracht hat, dass ich ihr ein Umstyling verpasst habe. Das seht ihr gleich. Weil sie ist ja jetzt eine junge Erwachsene und da fand ich es realistisch, dass sie ihren Style ein bisschen ändert. In den Regeln der Challenge steht ja, dass der Stil casual sein soll. Daran habe ich mich gehalten. Das seht ihr gleich, zeige ich euch alles. Und ich habe Malcolm sogar auch umgestylt, weil ich ein bisschen was mit ihm vorhab, diesen Part. Aber ich würde sagen, ich laber gar nicht lang drum herum, sondern wir legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, die süße Maus schläft gerade noch. Es ist Freitag 9 Uhr und liebe Leute, es ist Liebestag. Den Liebestag werde ich mir zum Anlass machen, dass Malcolm nochmal das Gespräch mit ihr sucht im Laufe des Tages. Und dann schauen wir mal, wie sich das Gespräch so entwickelt. Die süße Maus soll jetzt mal aufstehen, damit ihr sie seht, wie ich sie umgestylt habe. Also, ich zeige es euch mal kurz im Creator Sim. Ihr Schlafanzug hat sich nicht sonderlich verändert. Ich habe nur das rosa Shirt entfernt, weil ich das zu girly-mäßig fand. Ihre Frisur habe ich geändert. Ich habe mir gedacht, sie hatte Lust auf eine Veränderung. Hat ihre Haare jetzt wieder in ihre Naturhaarfarbe gefärbt. Schwarz. Ihre Mama hatte auch schwarze Haare. Und sie hat ein komplett casual Outfit, also weg von den süßen Mädchenkleidern, die sie anhatte, zu Jeanshose. Praktisch muss es sein. Ich habe ihr sogar noch ein zweites Alltagsoutfit gegeben. Das ist sogar vom Nachhaltig-Leben-Pack. Das fand ich ganz cool, diesen löchrigen Pulli. Das sieht aus, als hätte sie den recycelt oder secondhand geshoppt. Und ihr Abendkleid ist ziemlich schick, weil ich finde, dafür kann man sich schon mal schick machen, wenn man mal in die Oper geht oder so. Das ist ihre Sportkleidung, auch casual, praktisch, locker, bequem. Ihre Schlafkleidung kennt ihr ja jetzt schon. Das ist ihr Ausgeh-Outfit. Ich liebe diese Schuhe. Oh mein Gott, ich möchte sie im echten Leben haben. Sind sie nicht ein Träumchen? Und ja, schlichtes Oberteil, schlichte Hose. Schlicht eben. Casual. Das ist ihr wunderschöner Badeanzug, Bikini, was auch immer. Ihr Heißwetter-Outfit, auch schlicht. Ich finde das top mega süß mit den Pflanzen da. Und die Schüchchen. Oh, das ist noch das einzige girly-mäßige, was geblieben ist. Aber sie wird ja nicht ihre komplette Garderobe ausgetauscht haben. Und hier hat sie jetzt auch einfach einen normalen Mantel als Kaltwetter-Outfit. Casual, praktisch. Und jetzt, wo ich eh schon hier bin, werde ich ihr diesen Überfliegermerkmal da, dieses Überfliegermerkmal wegnehmen. Und irgendwas suchen, was besser zu ihr passt. Recycling-Fan. Wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. So, hier sind wir. Sie hat Post im Briefkasten. Was hat sie denn für Post? Ach Gott, von meinem Mod. Ich habe vorher ein Mod-Video gedreht übers Internet, aber das können wir getrost recyceln. Ich glaube, in diesem Haus wird nicht so viel Internet stattfinden. Kann mir mal jemand sagen, warum die Bienchen so aufgebracht sind? Die sind schon seit gestern Abend aufgebracht. Verstehe ich nicht. Wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu denen. Ei. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Vielen Dank, vielen Dank. Und jemand will unsere Kerze kaufen. Wie viel? Ach ne, das ist ausgelaufen. Das will niemand, das will niemand. Ach Mensch. Okay, dann lassen wir uns mal noch ein Geschenk holen und kümmern uns mal noch um unsere Käferlis. Und die Karottlis sind auch alle fertig. Und ich habe sogar ein paar weiterentwickeln können. Ein Grandestin. Ja cool. Den verkaufen wir doch direkt. Oh nein, Fleur hat Versagensängste. Die arme Maus. Oh, der Süße hier, der meldet sich ja wie gerufen. Hallo Fleur, ich habe das Gefühl, dass ich etwas Neues und Spannendes ausprobieren sollte, wie zum Beispiel einen Karrierenwechsel. Ja, okay. Neue Karriere, ich komme. Wir nehmen an, er hat angerufen und gefragt, ob die zwei sich heute treffen können zum Abendessen. Und Fleur hat ja gesagt. Gucken mal, wo er uns hinführt. Den Käfern geht's gut. Die hier sind immer noch aufgebracht. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht mögen sie es nicht, neben den Käfern zu sein.
I don't know. Den Teppich hat sie heute Nacht auch noch fertig gestrickt. Den habe ich auch gleich schon auf Plopsi angeboten. Qualität ausgezeichnet, sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch zum Maker's Place, wenn sie die Karotten verkauft hat, um noch ein bisschen zu recyceln. Ich habe hier ja ganz viele Teller im Inventar. Ich hoffe, dass wir die recyceln können. Sie kann jetzt Mega-Verkauf machen. Sie hat jetzt Level 8. Ja, endlich. Und gießen sollte sie mal noch. Ach, Hunger hat sie auch. Wir können ja jetzt selber kochen. Das ist ja stipp. Hi. Dauernd wird sie von Bienen angegriffen. Schlimm. Duschen sollte sie vielleicht auch mal noch kurz. Hi, bis wir loskommen, ist schon abends. Wir haben doch ein Date heute. Dann macht ihr mal was zum Mittagessen. Mini-Hamburger mit Huhn. Komm. Sie hat Angst vor unerfüllten Träumen. Warum? Versuchen, über Schwarm hinwegzukommen, das ist auch neu, ne? An Schwarm denken, komm, denk mal an ihn. Sie wird sich bestimmt fragen, was will er denn? Das ist doch alles gesagt. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. Ist das so gut, wenn wir uns heute treffen? Aber ich vermisse ihn eigentlich schon. Oh. Jetzt ist sie kokett. Sieht sie so aus. So, lass dir schmecken. Oh. Savannah ist hier. Die muss ich mal noch kurz älter machen. Macht ja keinen Sinn, dass sie noch eine Teenagerin ist. Wobei, vielleicht ist sie ja ein bisschen jünger. Ja, komm, lassen wir sie mal noch als Teenager. Savannah ist hier. Ja, dann. Auf die Erklärung bin ich mal gespannt. Sie hat nämlich ihren Geburtstag vergessen. Also Savannah hat Fleurs Geburtstag vergessen. Sie hat ihr überhaupt nicht gratuliert. Ich schätze Fleur jetzt nicht als jemanden ein, der jemanden direkt damit konfrontiert, aber ich glaube, sie fragt ihn jetzt einfach mal nach Malcolm, ob sie noch mal was von ihm gehört hat oder nicht. Sie kennt ihn gar nicht, doch, natürlich kennt sie ihn. Okay, sie wird sagen, nein, ich habe nichts gehört, warum? Glaubst du mir immer noch nicht, dass das nicht stimmt? Und Savannah wird jetzt ein bisschen schnippisch reagieren. Oh mein Gott, das Spiel spielt mir schon wieder richtig in die Karten. Hey Fleur, ich bin's Malcolm, wie wär's mit einer Verabredung? Yes. Ich weiß zwar nicht, in welchem Club das jetzt schon wieder ist, aber natürlich machen wir das. Ah, das ist in Windenburg. Und Leute, guckt euch das Schnuckelchen mal an hier. Guckt ihn euch an. Okay, er zieht gerade eine komische Grimasse, aber oh, ist er nicht süß? Ist er nicht süß? Zum Vernaschen. Rede mal über deine Ängste. Sag mal, dass sie sagt ihm jetzt, dass sie nicht weiß, was sie glauben soll. Savannah bleibt bei der Theorie, dass es nur eine Wette war. Er wird sie beruhigen und sagen, komm schon, wir sind jetzt junge Erwachsene. Wir waren Teenager, wir waren jung. Sollen wir ihm ein Liebestaggeschenk geben? Wir könnten ihm eine Schokotorte schenken. Eine selbstgebackene. Das ist doch eine süße Idee, oder? Ich hab was von dich. Eine selbstgebackene Torte. Er freut sich. Aber ich glaube, für hier müssen wir Blumen schenken. Moment, ich kaufe schnell eine Blume. 144 Simoleons kostet die Rose. Ja gut, machen wir halt. Oder? Geben wir ihm noch eine Rose. Damit Fleur auch einen schönen Liebestag verbringt. Bitteschön. Ich würde es gerne mit dir. Eben hat die Rose nicht gefallen. Okay. Na gut. Wir haben doch gerade eine Verabredung, oder? Ja. Komm, dann versucht er jetzt, sie sanft zu küssen. Oh, dieses Date wird immer besser. Wir könnten vielleicht auch mal was anderes machen. Außer nur reden. Aber wer ist denn um die Uhrzeit schon im Club? Können wir zusammen langsam tanzen? Ja, langsam tanzen mit. Ist zwar jetzt nicht so die langsame Tanzmusik, aber ich finde die zwei süß miteinander. Ich habe ihm auch das böse Merkmal weggenommen, weil ich mir für ihn eher vorstellen kann, dass er
zwar von einer verwöhnten Familie kommt, aber er möchte das nicht. Ihm gefällt Fleurs Lebensstil besser und er kann sich damit mehr identifizieren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es mit den beiden schon klappt. Oh, guckt sie euch an. Es ist ihnen völlig egal. Oh, da ist seine Mama. Da ist seine Mama. Die wird es nicht so feiern, dass er mit so einer Bürgerlichen hier langsam tanzt. Was tippt sie denn jetzt am Handy? Mensch, das ist doch unfreundlich. Oh, er hat ihr eine Rose geschenkt. Wieso findet sie das blöd? Warum findet sie das blöd? Oh, er ist doch auch absolut verliebt in sie, oder? Ich glaube, die beiden gehen mal lieber wieder hier raus. Das ist denen viel zu viel Tumult da drin. Und sie werfen mal eine Münze. Was für, es war echt nett mit dir. Hallo, wir hatten doch eine grandiose Verabredung. Na gut, nein, er geht. Okay, wir nehmen an, er hat sie noch süß verabschiedet und Fleur geht jetzt noch kurz zum Maker's Place, weil wir noch ein bisschen recyceln müssen. Vielleicht will er ja mitkommen. Fleur sagt, sie muss jetzt noch ein bisschen was herstellen und recyceln, weil sie sonst kein Geld hat morgen, aber er kann gerne mitkommen. Da sind die zwei. Malcolm war ja noch gar nicht hier. Sie wird ihm natürlich erstmal alles zeigen und sagen, schön, dass du hier bist. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir Savannah treffen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles recyceln können. Wieso haben wir denn jetzt die Karotten hier im Inventar? Gut, das können wir recyceln. Das können wir. Und tatsächlich, wir können das Geschirr recyceln. Das ist nice. Besetzt jetzt wieder jemand das Recycling-Ding. Stop it! Geh weg, ich will. So, jetzt ist sie am Recyceln hier. Uhu, wir können jetzt sogar was herstellen. Wir können sogar richtig viel herstellen. Wir können sogar eine Kommode herstellen. Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Passt zwar nirgends hin bei uns, aber die bringt bestimmt ordentlich Geld. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, es wird was. Sie hat jetzt noch nicht so die hohe Fähigkeit. Wir gucken mal. Da ist schon wieder Nancy. Das dauert ewig. Oh! Es hat funktioniert. Können wir noch was herstellen oder haben wir jetzt keine Upgrade-Teil? Ah, doch, ein Teppich. Komm, wir machen noch einen Teppich. Der ist ja auch gar nicht mal so wenig wert. Und der geht, glaube ich, relativ schnell. Ist Malcolm noch da? Ah ja, Malcolm sitzt am PC. So, den Teppich hat sie auch hergestellt. Wir haben einen Esszimmerstuhl gefunden. Und eine Bratforelle. Mmm, lecker. Lecker Schmecker. Okay. Ach, Nancy. Okay, wir gehen nach Hause. So, dann gucke ich jetzt doch direkt mal, was wir im Inventar haben und was es wert ist. Okay, den können wir auch gut verkaufen. Den können wir auch gut verkaufen. 600 Simoleons. Und die Karotten, warum auch immer sie die nicht direkt verkauft hat, verkaufen wir natürlich auch noch. Leute, wir haben schon wieder 1000 Simoleons. Ich kann auf jeden Fall nachher ein Badezimmer bauen. Ich bin happy. So langsam läuft's wirklich. Theoretisch könnten wir uns ja auch schon selbstständig melden, ne? Beim Arbeitsamt registrieren. Komm, das machen wir doch mal. Das ist ja auch Ziel der Challenge, dass wir ein eigenes Unternehmen haben. Wie lautet dein Jobtitel? Was sind wir denn? Wir nennen uns einfach mal Kleinunternehmerin. Keine Ahnung. Ich stelle Möbel, Kerzen. Ich erstelle Möbel, Kerzen und Strickobjekte. Keine Ahnung. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Freelancerin. Was bringt denn das? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich schicke sie ins Bett und wir sehen uns morgen früh wieder. Good morning in the morning. Es ist der nächste Tag und sie nimmt sich hier gerade noch ein paar Reste aus dem Kühlschrank und genießt ein paar Hamburger bei dieser wunderschönen Aussicht auf ihren Garten. Ach, ich bin neidisch. Das ist doch toll, oder? Das ist idyllisch. So, heute ist Samstag. Mal gucken, was wir... Wir müssen heute auf jeden Fall ein bisschen was arbeiten. Die Bienchen sind immer noch sehr aufgebracht. Ich weiß nicht, warum. Die sind einfach dauerhaft aufgebracht.
Nein. Die essen jetzt nicht die Karotten weg, oder? Puh, mega Verkauf, Gott sei Dank ging's noch. Ich weiß, jetzt sind sie nicht mehr, aber sie sind irritiert. Oh, Merken ruft an. Ob du es glaubst oder nicht, ich hab den neuen Job. Ja, cool. Rasenmäher. Ah, oh mein Gott, es ist Gärtner. Das ist ja mega cool. Ich hoffe, das macht ihm Spaß. Und ich hoffe mal, dass wir eine bessere Beziehung zu unseren Bienchen kriegen. Aber irgendwie sind die ja immer irritiert. Das ist schade. Vielleicht gefällt es denen wirklich nicht neben den Käfern. Ich weiß es nicht. Da hinten glitzert schon wieder was. Und wir brauchen hier noch Insektenspray. Wow, die Figur können wir auch recyceln, die uns die Bienchen gebracht haben. Dann pflanzen wir jetzt hier mal noch unseren Rosenbusch. Unsere schöne Rose von Malcolm. Und hier fügen wir mal noch Benzin hinzu. Ja, nämlich keins mehr. Soll ich? Nein, wir sparen jetzt noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt direkt zum Maker's Place. Aber die ganzen Strickobjekte, die kauft irgendwie niemand. So, schnell, schnell an die Recyclingmaschine, bevor jemand uns zuvorkommt. Irgendwie wird hier jeden Tag derselbe Scheiß verkauft. Jeden Tag. So, wunderbar. Dann können wir ja vielleicht sogar schon wieder was herstellen. Oh, und wir können einen Farbstoff jetzt kaufen. Das ist nämlich ja auch ein Ziel von ihr. Oha, die sind ja übel teuer. Wie viel müssen wir denn besitzen? Hä? Ich hab doch jetzt Farbstoffe. Warum wird das nicht? Na toll. Na gut. Wir können auch gar nichts herstellen. Schade. Wir müssen wieder recyceln. Der Markt von Fenwick hat begonnen. Wieso? Na, immerhin haben wir einen Esszimmerstuhl gefunden. C-Fix, hier ist alles besetzt. Alles ist hier besetzt. Können wir irgendwas stricken hier, oder? Ja, komm, dann stricken wir jetzt wenigstens was. Eine Pflanzenampel. Können wir auch im Haus aufhängen, wenn sie niemand kaufen will. Oh mein Gott, Nancy redet mit uns. Vielleicht führt sie ein ernsthaftes Gespräch mit uns. Wobei, sie ist ja auch immer hier. Vielleicht hat Malcolm das ja von ihr geerbt, dass er auch so gerne recycelt und umweltfreundlich ist. Ich weiß es nicht. Dann stellen wir jetzt mal noch eine Kerze her. Wobei, das halt auch wieder... ja, komm. Eine... Salbeikerzen. So, die Ampel hat sie auch fertig. Ah, jetzt wird das anders gemacht. Jetzt macht sie das in so eine Form rein. Das ist ja interessant. Warum gucken denn alle? Wieso gucken denn alle? Was ist denn so interessant? Ach, sie muss wahrscheinlich gerade warten, bis das hart wird, oder? Keine Ahnung. Oh, sie hat es geschafft. Geh aufs Klo. Do it. Okay, dann müssen wir jetzt ganz schnell nach Hause. Habt ihr denn Tipps für mich, wie ich mehr Recycling-Sachen finde? Weil aktuell tue ich mir da ein bisschen schwer. Oh, die Riesenfeldfrüchte sind fertig. Was denn für ein Technik-Überdruss? Sie hat nur einen Kühlschrank und einen Herd. Na gut, ich schicke sie mal ins Bett und wir sehen uns morgen früh wieder. Oh, heute ist Flohmarkt. Da könnten wir eigentlich ein paar Sachen verkaufen. Komm, da gehen wir hin. Und sie fühlt sich geradezu angespannt. Ich hab doch was... Was soll ich tun? Hier sind doch gar keine Geräte. Jetzt. Ei. Wir machen natürlich wieder einen Mega-Verkauf. Ah! Jetzt hat sie schon Level 9. Wie cool. Wir könnten eigentlich auch mal besondere Samen kaufen. Samen kaufen. Weil... Genau, sie kann ja jetzt sich ungewöhnliche Pflanzensamen kaufen. Das machen wir mal. Die 250 Simoleons gönnen wir uns. Und dann machen wir das mal auf. Und was ist da so drin? Eine Kokosnuss. Einfach nur eine Kokosnuss oder was? Oh, wow. Wow. Sollen wir jetzt hier Palmen anpflanzen oder was? Wie sieht denn das aus? Aber gut. Machen wir halt. Vielleicht sind die ja viel wert. Ich weiß es nicht. Ein versteinerter Pflanzenabdruck. Ja, besser als gar nichts. Sehr gut. Dann pflanzt das mal noch schnell an und dann gehen wir auf den Flohmarkt. Ach, Malcolm, das war gerade Gedankenübertragung. Ich habe mir nämlich gerade in dem Moment gedacht, komm, wir nehmen Malcolm mit. Und da fragt er uns. Also, Malcolm ist doch ein Goldstück. Da ist er. Das Zuckerstück.
Komm, gebt euch mal ein Küsschen. Oh, ihr Süßen. So, jetzt geh mal ganz schnell an den Verkaufsstand hier. Füg da mal was hinzu, du. Die... Wie? Ich kann das nicht? Ich kann da gar nichts ausstellen von dem Zeug, was ich hier im Inventar habe. Also gar nichts. Toll! Toll. Gut, dann ist das halt so. Gibt's denn hier irgendwelche Möbel, die wir hübsch finden? Nein. Nein. Also gar nicht hübsch. Also auf dem Flohmarkt gibt's doch echt nur komische Sachen, oder? Naja, dann sehen wir doch mal dem Künstler zu. Und können ja dann noch was Schönes essen. Und schon hat er keinen Bock mehr. Ach doch. Gut. Was bestellen wir denn? Ein Hurry. Wird sie wahrscheinlich Feuer spucken, weil es ihr zu scharf ist, aber... Ach so, und ich wollte dem Künstler noch ein Trinkgeld geben. Und wir werfen mal noch eine Münze. Ist das schön. Guck mal, wie gut sich die zwei verstehen. Sind sie nicht ein hübsches Pärchen? Na, komm, ist selbstsicher. Oh, ist das nicht sein Daddy? Doch, das ist doch Joffrey. Oh, hier können wir aber ein Poster sammeln. Und sie muss zur Toilette. Hier können wir auch noch ein Poster sammeln. Alles mitnehmen, was geht. Aber Kisten sehe ich hier keine zum Durchwühlen. Naja, wenigstens haben wir diesmal Poster absahnen können. Sind die denn was wert? 120! 65! 120! Yes! Oh, wow! Das ist doch echt gut. Das können wir mal aussortieren hier. Ja, nice. Ist Malcolm noch da? Ja, Malcolm ist noch da. Ich will ja nicht einfach gehen, um ohne mich zu verabschieden. Das war ein sehr schöner Nachmittag, Malcolm. Danke. Oh. Und wir gehen zum Maker's Place. Wohin auch sonst? Ich weiß nicht, ich bin gespannt, wann Fleur und Malcolm den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen wollen. Ich meine, ja, okay, sie haben sich ja erst gestern vertragen. Aber in Sims geht das ja immer ein bisschen schneller. Ich will aber eigentlich noch warten mit dem ersten Baby. Außer es passiert natürlich ein Unfall. Dann ist das halt so. Wir können uns ja gerade so selber versorgen. Deswegen will ich da jetzt nicht noch einen kleinen Menschen mit versorgen müssen. Setzt mich da ein bisschen unter Druck. So, wieder recycelt, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Nein. Schade, Marmelade. Wir können noch eine Kerze herstellen. Level 4. Fleur kann jetzt einen Esstisch, ein Esszimmer, Stuhl, Tuning-Teile für seine Tunnel. Den Fabrikator herstellen, okay. Wer ist denn das? Er hat sich in Michael Haas verknallt. Ja, sag zu. Wer auch immer du bist, aber... Go for it. Sie sieht ja cool aus. Oha. Hat er echt einen coolen Style. Victor Feng gräbt jetzt auch in der Mülltonne rum. Ist aber tief gesunken. So, die Kerze ist hergestellt. Die stellen wir natürlich auch auf Plopsy. Und theoretisch können wir doch irgendwie unser Unternehmen... Ich dachte, man kann sein Unternehmen so ein bisschen anpreisen. Aber ich habe das tatsächlich noch nirgends gefunden. Weiß das jemand? Wir haben einfach eine Dusche im Müllcontainer gefunden. Das ist ja nice. Können wir ja eigentlich die verwenden nachher. Wow, 7 Simoleons. Kleinvieh macht auch Mist, wa? Eine Badewanne, Mensch. Wir finden ja richtig viele Möbel. Das ist ja... okay, was recyceln wir denn jetzt? Also die möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Die möchte ich eigentlich auch nicht haben. Und den auch nicht. Und der passt auch nicht zu unser Ding, oder? Nein, ich möchte eine andere Dusche haben. Recyceln wir einfach alles. Oha! Das hat viel gebracht. Das hat tatsächlich viel gebracht. Dann können wir ja jetzt was herstellen. Bitte geh weg. Geh weg! Ich will endlich einen eigenen Fabrikator. So, wir müssten jetzt alles anfertigen können, oder? Ein Esstisch. Ein Esszimmerstuhl. Ja komm, wir machen den Esstisch. Oha, wie schnell es nach oben geht. Sie kann sich gerade nicht entscheiden, ob sie konzentriert oder unglücklich ist. Was ist jetzt los? Wieso?
Was ist passiert? Weil sie sich zu unwohl fühlt. Ah, okay. Dann machen wir das halt morgen. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Ich will sie ja auch nicht quälen. Sie hat ja schließlich genug geschafft heute. So, home sweet home. Sie isst jetzt noch was und dann schicke ich sie ins Bett. Und dann baue ich noch schnell das Badezimmer um und dann zeige ich euch das noch kurz, bevor der Part zu Ende ist. Beziehungsweise, was heißt umbauen? Ich baue ein Badezimmer. Wir haben, das kann man ja nicht, das kann man aktuell noch nicht Badezimmer nennen. So, meine lieben Leute, wir haben immer noch ein Mikrohaus. Ich habe nochmal nachgelesen in den Regeln. Das muss ja auch tatsächlich als junger Erwachsener ein Mikrohaus bleiben. Erst als Erwachsener darf man sich ein Tiny House leisten. Und so sieht es jetzt aktuell aus. Ich hatte das, ich weiß noch nicht, ob ich das hier hinten als Flachdach lasse. Also da ist das Badezimmer drin. Aber ich hatte mir überlegt, dass ich hier so einen Sonnenkollektor drauf machen möchte. Dafür haben wir aber leider noch kein Geld. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen, in die gute Stube. Und hier seht ihr, es ist auf jeden Fall schon etwas größer. Wir haben jetzt eine zweite Arbeitsfläche. Und ein Spülbecken. Und ja, es ist nicht mehr ganz so eng hier. Das Bett steht halt immer noch im Wohnzimmer, aber das kommt halt als nächstes dran. Ich denke, das ist schon noch in Ordnung. Und tada! Hier ist das kleine, süße Badezimmer. Man muss ordentlich raussuchen, dass man überhaupt was sieht. Oh nein, die Klorolle habe ich jetzt hier noch stehen lassen. Egal, das mache ich gleich noch. Aber sie hat auf jeden Fall alles, was sie braucht. Eine Dusche. Ja, es ist noch sehr spartanisch eingerichtet, aber das kommt nach und nach, weil Deko ist sehr teuer, habe ich festgestellt. Das ist es. Ich bin sehr happy. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und an der Stelle würde ich den Part dann auch beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, lasst gerne ein Abo da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!